Und damit willkommen zurück zu Startbahn schwer, die zweite Chance. Und yes! Zweiter ja, Versuch. Wir es ja eben verkackt haben in Runde 60. Ah, es war ja. Alle Leben bisschen verloren haben. Waren halt 4 BFPs gewesen, ne? Schon mal nix. Da war der Sauger halt noch nicht ganz ausgebaut. Ich hätte halt einen Sauger. Brauchen den unbedingt, unbedingt. Ja. Du kannst ja auch einen Sauger hinbauen hinter deinem Affendorf. Ja, mache ich jetzt auch mal. Ach, das ist okay, ja, das war jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt nicht auf die Runde geachtet gehabt, deswegen. Ja, auch vor allem wieder in einer Runde alle Leben sofort weg, ey, das ist echt. Ja. Wenn es dann auf schwer, dann hast du meistens in einer Runde bist du auch sofort komplett Game Over. Ja, außer wenn wir halt den Unterstützungsheli haben, ne? Ja, den habe ich auch vergessen eigentlich, aber der ist auch teuer, ne? Ist teuer, ja, aber er bringt's halt, ne? Er lässt sich halt klar das Spiel nicht verlieren. Wenn du die Fähigkeit oft genug benutzt und immer das Leben mitnimmst. Ich versuch's ja. Ich versuche ja gleich ihn zu bauen. Ja, eigentlich der einzige Fehler war, dass wir den Sauger nicht hatten rechtzeitig. Das ja ist, wenn wir den gehabt hätten, dann hätten wir es auch locker gepackt. Na, das Dumme ist, der kam halt schon wieder auf meiner Seite, der BFB. Wie eigentlich bisher jeder Moab, glaube ich, ja, oder? Aber wir wissen ja jetzt gleich, dass er auf deiner Seite kommt. Oder ist das jetzt random wieder? Nee, nee, er ist auf meiner Seite. Ne? Ja. Ist halt dumm, weil es einfach eine extrem kurze Strecke ist. Deswegen haben wir auch nur verloren. Ja, klar. Deswegen ist sie auch auf schwer, ne? Na, nicht wirklich. Die härteste Strecke im ganzen Spiel. Ach, gibt's Schlimmere. Expertenstrecke, ja klar. Wenn es dieses Plutonium hier gibt, würde ich das auch gerne mal spielen im Koop. Weil das ist so eine echt abgefuckte Strecke. Was für ein Ding? Plutonium-Labor oder so heißt es, aber ich glaube, das ist nur eine Singleplayer-Mission. Schaltest du auch erst ganz, ganz spät frei. Okay. So, zack. Erstmal Bananenplantagen wieder bauen, ne? Wisst ihr? Ja, aber ich hab noch gar kein Geld. Ich musste erst mit Waffen upgraden. Ich auch nicht. Du hast da nicht upgraden. Nächste Runde. Ne. Reicht doch erstmal. Nächste Runde kann ich ihn upgraden. Also kann ich das hinbauen, die Bananenplantage. Ich noch nicht. Soll ich natürlich. Warte, noch nicht go. Noch nicht go, noch nicht go. Jetzt haben wir natürlich unseren Affenbauer verloren, weil halt die Strecke. Jetzt kannst du go machen. Weil halt leider die Strecke verkackt war. Hast du noch genug oder nicht? Naja, schon klar. Ich muss die ja sowieso setzen, weil die halt ihre Fähigkeit brauchen. Ich brauche gar nicht mehr viele, bis ich die Spezialfähigkeit habe. Das zählt aber nur, bis wenn die gesetzt sind. Das zählt nicht, wenn sie gekauft sind, ne? Ja, nur wenn sie gesetzt wurden. Na gut, ich habe nur noch 3 jetzt in der Hinterhand. Aber. Ja, du kannst ja alle kaufen und direkt setzen. Das ist ja auch kein Thema. Oh Mann, das ist ja halt Verschwendung. Die Hälfte der 800 Dollar Belohnung schon wieder weg. Na, warte, ich muss mal irgendwie. Die können halt was bringen, aber ich würde sie auch nicht jetzt alle auf einmal setzen. So. Ja, wir sind ja nicht mal bis zur 63. Runde gekommen, ne? Die stärkste Runde. Ja, die ist ja nicht unbedingt die stärkste. Nee, stimmt, die 76 ist die stärkste. Vielleicht verhältnismäßig oder so. Weil die 63 ja nur normale Blut sind und keine Regrowth. Ja, das sind so Herzdinger, ne? So ja. Herzkeramik-Dinger, ne? Herzkeramik, jo. Bei Herzen sind doch immer. Die stellen dich doch immer wieder her, oder nicht? Deswegen heißen sehr Herzen, Regrowth Balloons. Ja, wollte ich schon sagen. Hab ich ja nichts dagegen gesagt, ne? Hast du nicht gesagt, es wären keine Regrowth? Bei 63. Ja? Bei 63 sind es nur normale. Du konntest den einen Affen noch setzen, ne? Yo, nice. Bevor du hier wieder alles für die Bananenplantagen rauswirfst hier. Ja. Mecker nur. Bau 8 Stück diesmal. Reicht das? Reichen 8 Bananenplantagen? Sofern du dann genug Unterstützungs-Chinox bauen kannst. Unterstützung was? Die Helis? Ja, Unterstützungs-Chinox heißen die Dinger. Ja, es sollte machbar sein eigentlich. Ich werde den Klebstoffschützen mal anders setzen. Den brauchen wir nicht, oder? Na doch, brauche ich schon, aber nur auf meiner Ebene. Weil du brauchst den nicht, weil du jetzt eine zu lange Strecke hast. Deswegen werde ich den nur auf meine setzen. Mit Klebstoffkleckse, damit die alle gleich langsamer werden dort hinten. Gut. Ach ja. Hat er schon eine dritte. Trotzdem mit. Ja, klar. Hat genug Range darüber. Aber er macht erstmal meine. Ja gut, dann irgendwann brauchen wir das Dörfchen, dann brauchen wir noch den Super Monkey, aber wir brauchen unbedingt den Sauger. Ja. Ja. Okay, 15 Runden bis zum Mob, das heißt, wir müssen bis dahin. Das heißt, wir müssen bis dahin auf jeden Fall. Jetzt kann ich noch. Kannst du ja noch ein paar mehr. Du bist so ein Penner, Alter, ohne Scheiß. Ja, jetzt reicht's aber, ey, jetzt reicht's. Ja, das hoffe ich auch, ey. So.
Wir verlieren gleich eh wieder wegen dieser Scheiße. Bauen wir dann Affendorf dahin, damit mein... Wieder das Affendorf, wo es vorher stand, damit mein Magier wieder... Du bist so ein Affe, ey. Warte mal, ich kann ja noch einen umsonst setzen, hab ich vergessen. Ah, hab ich auch schon. Ja, warte. Ich setze das Affendorf jetzt so tief es geht. Ja, ist okay. So wie ich das letzte Mal stand, war auch in Ordnung. Alter, das ist ja schon meine Hälfte! Ja, jetzt ist nämlich bei... Sie haben deine Affen profitieren jetzt nämlich schön davon. Meine noch gar nicht. Ja, du hast doch noch keiner da rumstehen. Ja, ja, deswegen. Ich hab jetzt noch keinen da unten rumstehen gescheit. Ja, gut, aber als nächstes... Dafür verteidigt meiner ja alles schon da unten. Gut, als nächstes mache ich den Super Monkey da drüber. Ja, würde ich auch gleich machen, denke ich. Bei den Heli muss ich ja eigentlich auch in die Reichweite des Dorfes packen, weil er dann einfach viel billiger ist, ne? Ja, das bringt ja wirklich schon, wenn er irgendwie 20.000 kostet, dann einfach mal 5% weniger oder so. Schon vorteilhaft. So. Ich werde gleich mal den Atem des Drachen machen. Ja, was haben wir jetzt? Runde 39. Also ist noch ein bisschen. Ich werde auch gleich den Sauger hinbauen. Oh ja. Damit wir den ja nicht vergessen dann bis zur Runde. Besser ist das. Ja. Nummer 1. Nummer 2. Wird jetzt ein bisschen dauern, weil die halt ein bisschen schwächer sind. Ja, ich mach jetzt erstmal den Affen, den Super Monkey hier hoch. Ah, da können wir wieder einen umsonst setzen. Ah ja. Zack. Die setze ich gleich alle da runter. Irgendwann mache ich dann Super Monkey Fanclub. Dann haben wir jetzt 41. Wann kommt der Nummer 46, ne? 46, yo. Das ist. Wir müssen uns vor Runde 60 müssen wir uns in Acht nehmen. Ja, jetzt habe ich ja die Sauger gleich, auch auf der Stufe. Ist okay. So, jetzt habe ich erstmal einen Laserstrahl. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen höhere Reichweite und dann läuft das. Ach, du hast auch schon die Bananendinger ausgebaut. Ja. Soll ich auch noch machen? Ja, zumindest 3 von 5. 3 von 5! 3 von 5. So, das war auch schon mal die eine. Größere Reichweite. Verdammt, dann super Affen. Den Sauger auf Maximum, ne? Ja, ja, es sind noch genug Runden. Und ich denke mal schon, dass wir den jetzt down kriegen, den. Boah, das ist jetzt doch kein Thema. Hoffe ich mal. Sonst raste ich echt aus, wenn wir jetzt verlieren. Er kostet halt eine Menge für Dings. Ja, warte mal, soll ich auch noch einen. Ich setze auch noch einen. Kannst auch noch einen Sauger da. Ja, wobei, weiß nicht, ob der Sauger da hinten so. Achso, ein Affenlenk, ja, ist natürlich gut. Blieb mir kurz das Herz stehen, aber es... Bei mir kam einer durch. Nee, kam nicht. Ah ja. Bei dir vielleicht, aber insgesamt. So, ein Sauger ist gleich auf Dings gestellt, auf... Gut. 3000 viel mehr halt noch. Klopp, klopp. Nice. Matthias? Ja, geht nicht. Kann nicht. Muss ich... Ja, wir müssen mal eben nach dieser Runde mal eben ganz kurz Pause machen. Ja. Komm, lass fallen. Warte, jetzt Moment, mal eben weg. Ja. So, ja, er hat ja schön 5 Bananenfabriken hier, der ist mega richtig laut bei sich. Ich bin nach Affenleuchtfeuer, komm nach Affenfestung. Und dann werde ich gleich, sobald ich das Geld habe, den super breiten Trichter machen. Erst das mal Rollo runter, damit die Nerker keiner sehen kann. Ja, lass mich in Ruhe, ich bin Keller. Hi, Matthias, Fred. Ich hab gerade gehört, dass er wieder da. Schauen wir mal ganz kurz, wie viel brauchen wir denn noch? Ich bin übrigens bei Profistufe 24 und 50 beim Bananenbau. Ich kann mir gleich mal wieder welche kaufen. Schneidest du das nicht raus? Was? Schneidest du das nicht raus? Nö. Pause, ich schneide es bei mir mal raus. Pff, na, hast du dich nicht ein. Ich rede ja die ganze Zeit. Kannst du auch machen, ne? Habe ich jetzt gemacht. Hast du ein Paket bekommen? Nein, ich muss mir gleich mal immer noch was helfen hier. Aber die Strecke machen wir eben noch. Die schaffen wir einfach. Bin ich nicht optimistisch. So. Eins auf Plasmastrahlen, ja gut, dann werde ich den... Ja, was soll ich denn den 1? Oh, da kamen 2 durch. Ja, in der Tat. Musst du mal dein Dings aufrüsten, ne? Dein Magier. Oh Gott. Okay. Ich habe keinen Platz mehr, da was hinzubauen, scheiße. Ja, ist schon schlimm, wenn man keine 6. Bananenfabrik hinkriegt. Ja, genau.
So, das ist mein super breiter Trichter ready. Runde 51, ja, 9 Runden haben wir noch. Jetzt sind wir noch 8 Runden. Kriegen wir hin.